Stands up. Warum Damwon über Fun plus Phoenix? Weil Damwon ein extrem gutes Team ist. Sehr gutes Teamfighting-Team. Sehr gutes Laning-Fest-Team. Das Einzige, was man sagen kann, ey, okay, jetzt hat Damwon Nuguri verloren, das ist ja das ganze Weltmeister-Team. Also, das ist ja der amtierende Weltmeister, Damwon. Fun plus Phoenix ist der Weltmeister aus Season 9 oder 8? Warte, nee, 9. 8 war IG, ne? Invictus Gaming. Ja, dann Season 9. Und Fun plus Phoenix hat einen guten zweiten Platz gemacht in China. Ist echt nicht leicht, in China Zweiter zu werden, aber in Korea Erster zu werden, ist auch eine Herausforderung. Und Damwon einfach sehr gute Spieler. Solange Toplane nicht komplett gedippt wird, sehe ich Teamfighting Damwon sogar besser als Fun plus Phoenix. Aber ja, Nuguri ist auf, ich denke, Nuguri ist besser als Khan, ja. Aber es ist nicht so, als ob Khan ein schlechter Toplaner wäre, der komplett von Nuguri geklappt werden wird. Er ist bloß einfach ein Ticken schlechter. Drown. Wir spielen gegen den Frozen Huntsman. Wir müssen vor ihm aufpassen, Level 1. Der Typ sprintet ganz gerne Leute raus, prockt sein PTA und tötet dich einfach. Mal gucken, ob ich eh Level 1 sogar skillen muss, eventuell. Weil Aatrox Level 1 Q ist eh keiner useless, macht 40 Damage. Seine Q slowt extrem, aber es sieht aus, wenn wir Qs gehen. Dürfen nicht griefen für den Minion. Nur wenn er free ist. Ich meine, Silas Support habe ich schon des Öfteren jetzt gesehen. Ja, unter anderem auch einmal Silas Support gesehen in der Prime League von Vaunted. Das geht natürlich überhaupt nicht auf, aber muss auch fairerweise sagen, es war ewig einfach gegen Big, also. Hätte man, glaube ich, viele Spots nicht picken können, ist wäre nicht aufgegangen. Ja, für die sich wundern, warum ist halt das Botlane, es ist also Support, ist halt wirklich ziemlich weird. Es ist halt ein Champion, der extrem davon profitiert, wenn er Ressourcen bekommt, einfach fighten darf. Aber Botlane ist halt eine richtig große Fighting-Meta, wo man einfach permanent hemgehen kann. Das tut dem Champion definitiv gut. Und weil er dazu noch gute Ults hat, kann er echt stark sein. In dem Fall hat er Mumu-Ult, die ist wirklich gut. Aber die ist jetzt nicht komplett Bonkers-OP. Keine Alistair-Ult. Ich würde sagen, die S-Plus-Tier-Ult ist natürlich Alistar. Und dann so S-Tier-Ult ist wahrscheinlich einfach Hekarim. Danach bewegen wir uns so in Richtung Volibear-Ults und so weiter, die gut für ihn sind, aber klar. Viele Leute denken immer an Malphite auf Sylas, dabei ist Malphite-Ult gar nicht so insane. Die bessere. Wie gesagt, zum Beispiel Hekarim. Oder auch. Vor allem Alistar-Ult. Ob die Krabbe macht, er hat 21 CS. Ich sollte eigentlich dann die Krabbe nicht wegnehmen, vielleicht gankt der Midlane. Wenn er zurückkommt mit 25, wissen wir, was er gemacht hat, aber wir haben gerade so einen kleinen Split. Vielleicht entfällt er sogar unseren Blue Buff. Actually. Vielleicht entfällt er dran unseren Blue Buff. Okay, er hat Krabbe gemacht, 25 CS. Wir haben kurz die Info, falls die Sin nicht auf die CS geachtet hat, beziehungsweise. Ich drauf geachtet, wie lange schon der weg war. Ja, wahrscheinlich dann auch Blue Buff gedeepboardet. Blue Buff Gromp nehme ich an. Dafür haben wir einiges an Minions verloren an EXP. Ich in Gold trotzdem keiner Worth, aber er hat auch seinen Jungle mit Gold theoretisch entwendet. Und dann keine lange Trades. Na, Aatrox verliert mit Aatrox gewinnt mit jedem Level 2 Punkte auf Q-Cooldown. Mit anderen Worten, ihr könnt einfach die Scheiße durchspammen euer Leben, je mehr Punkte ihr reinsteckt und auch wenn ihr Ability jetzt kauft. Heißt, je mehr und mehr Level wir haben, desto mehr und mehr können wir Trundle auf Reichweite halten. Und genau das will mein Champion. Das ist nämlich eine kuriose Art und Weise, auf die Aatrox Toplane outranged. Indem er sie einfach cute. Beispielsweise ich immer gesagt, Aatrox outranged Urgot, einfach weil er ihn auf Abstand halten kann mit Qs. Und das sehr effizient funktioniert. Die Trundle ein bisschen härter, ne? Der natürlich tut es auf mich raufzukommen, den Pillar. Und seine Frozen Domain. Aber hier struggelt er gerade ein bisschen. Auf der Way für V-Coin, wenn wir wollen. Die Scammed in Tabi ist extrem gut, aber nicht unbedingt als First Item. Wir gegen APA die Top Lane spielen, aber natürlich auch gegen Yone und Jhin.
Können wir reintippen? Ich glaube, ich bleibe sogar in Lane, actually. Wenn Silas den TP-Ort hätte, da wäre es halt so insane. Actually, TP mit Lane. Eigentlich, die hat eine Mumu so oder so. Meine Bot hätte ausgereicht. Wäre es so insane gewesen, Silas dann TP-Bot hat. Ich glaube, richtig spät zu TP ist immer der korrekte Play. Aber in der Situation soll ich einfach gar nicht mehr TP'en. Hm, die Rift sieht aber ganz gut für mich aus, actually. Ich kriege den nicht unter den Turm. Ich habe 1 Millimeter verloren für den TP. Aber natürlich hauptsächlich habe ich TP verloren. Man hat versucht, um sein Leben zu pushen. Ist beinahe um. Er wird eigentlich noch die Wave collapsen und resetten. Klar, er kann jetzt immer einen guten Reset kriegen. Aber weil er noch TP wartet, Chat. Was fein. Das ist nicht so fein. Und dann der zu Lane TP'd, kann er mich abfucken und die Wave gefreezed halten. Aber besser als wenn der Bot TP'd, I guess. Er will die Wave freezen. Wait, what? Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Wenn er mir jetzt trotzdem den Free Reset gibt, obwohl er zu Lane TP'd ist, nachdem ich mit Lane TP'd bin, weil jetzt sollte er noch voll laufen und die Wave versuchen zu freezen. Weil alles andere gibt keinen Sinn, das zu TP'en. Er ist jetzt quasi für absolut gar nichts TP'd. Ich bin jetzt einfach nur ein Happy Aatrox, der in aller Ruhe zu Lane zurückspazieren darf, während die Wave zu ihm bounced. Wie gesagt, wir wollen nicht Tabis rushen dieses Game. Sind zwar sehr, sehr gut, aber nicht komplett insane, wie für gewöhnlich. Trotzdem hat Heal Reduction gekauft und ihn keinen zu können ist nice, deswegen gehe ich trotzdem relativ flott auf Boots. Aber wie gesagt, ne, gegen Lilia ist nicht ganz so insane. Aber ja, ihr seht ja, ne, die werden viel auto-attacken, die Gegner. Ich habe keinerlei Tanesset, die ruhen bis auf Unflinching. Was ein bisschen blaut, aber die Gegner haben jetzt nicht so viel CC bis auf Amumu. Und gegen den sollte Unflinching dann ausreichend sein. Dritte Q nicht benutzen, sonst habt ihr mehr Cooldown auf Q, ist nicht wie Riven. Ne? Sag ich häufig, aber für die, die jetzt gerade das erste Mal Arthurs Gameplay zugucken. Hab mich ein bisschen mit D gehintet. Werde geslappt dafür. Ja, sie fallen sein, wir hielen uns sehr gut hoch mit Passive, D-Shit, Pot und vor allem Phage. Und weil wir einen Phage-Proc haben, ist es eine Menge Healung, Heilung. Take him out, listen. Take him out. Wenn er dafür flasht, dann nice. Ich bin gepinkt, wo der Ward ist. Ich kann nicht wirklich anders mich bewegen und es ist sehr offensichtlich. Wäre ich nicer, wenn die in Ham gehen würde, wenn ich Spells up habe, aber ich hätte 4 Sekunden noch auf E und 4 Sekunden auf Q oder so. Und er hat geflasht. Wenn die einen Plate nehmen, vielleicht 2 und dann resetten. War jetzt eigentlich ein bisschen zu greedy, aber ich habe eine riesige Cannon Wave. Ah, ich hätte resetten sollen. Aber fairerweise habe ich hier mein Item mit dem doppelten Plate. Ich kann Iron Spark Whip gehen. Ich will nicht sofort Tabis haben, wie gesagt. Wir werden Tabis kaufen, aber nicht sofort. Normalerweise aber richtig useless fürs zweite Plate zu gehen, wenn ihr dafür nichts kriegt. In dem Fall kriege ich ja immerhin sofort ein Item in Base. Aber trotzdem ist nicht so nice, weil ich verliere dafür jetzt immer Minions. Und theoretisch kann Schwander sogar auf eine Wave gehen und auf ein Plate gehen. Aber nee, er pusht nicht schnell genug. Wenn sie Rea wäre, wäre es komplett illegal gewesen, aber Tante pusht recht langsam vielleicht zu anderen Top-Lanern. Aber gegen Rea wäre es einfach. Wenn die erste Wave in einer Sekunde tot, dann wäre die Wave jetzt schon unter Turret, die zweite Wave auch tot und sie hätte schon andere Plates genommen. I guess gegen Schwander war es eigentlich komplett fein. Crazy Trade für mich, 12 Conquest Stacks. Ich werde auf einen HP gechunkt und er konnte nur einmal eine Q entgegenwerfen. Heißt, er muss sofort recallen eigentlich. Dass meine Qs kein Damage machen, tiltet mich seit Jahren irgendwie. Seit 2018, seitdem dies genervt wurde. Meine Qs einfach Minions kitzeln. Weil früher hattet ihr tausender Crits auf Minions. Tausender. Oh Mann. Naja, ist fein. Ich
Noch ein Plate nehmen? Gute Games. Gute Stimmung. Der Spiel hat sich Arthur sogar noch von Minions geheilt mit Passive und mit E. Ist ja alles geändert. Das Leben ist härter geworden für den Dämonenkönig, der nicht Faker heißt. Brocken, unser Q, der schon aus Turmreichweite raus. Brocken damit auch Phage. Ging also Leben zurück wiederhergestellt, was nice ist. Also echt super scary, wenn Schonde das macht. Ah, da hab ich dachte nicht, Impeller ulten, fuck. Mal in von mir. Lilia ist da, Vorsicht. Und schon die Wave. Robo Kill Midlane ist nice. Hatte ich so einen Warjump? Okay, das ist ein Warjump. In eine aggressive Art und Richtung. Keine Ahnung, wo man das gemacht hat. Gestern hat er noch nicht realisiert, dass ich Stopwatch hatte. Er hat einfach rausjumpen können mit dem Ward. Schade, dass er es nicht gemacht hat. Er hat gedacht, er tötet sie und kriegt dann Triumph Block, ne? Fuck, ich hab alle Minions gemisst. Yo. Alle von den Ranged. Er ist tot. Actually, warum laufe ich nicht früher nach vorne und tank den Turm einfach? Muss ich dafür flashen, Mann. Sucks. Einfach einen Turm schon tanken können und dann die zweite Q schon treffen. Und dann hätte ich einfach nur Auto-Tank, dann wäre gestorben, hätte ich nicht flashen müssen, mein Fehler. Wollte unbedingt nicht den Turm tanken. Aber es ist ja ein Turmshot, also ist komplett fein. Und hat kein Flash, das können wir einfach töten, aber es war natürlich sehr bad, dafür flashen zu müssen. Trotzdem, Salit hier oben ist insane. Wir kriegen jetzt noch alle 5 Plates, wenn wir wollen. Wir können auch resetten auf der Wave hier, haben Goldrinker an Base. Bin, quite strong, one might say. Aber trotzdem Int, da flashen zu müssen, war mein Fehler. Naja, 5 Blade Stop, ein Solo-Kill, ein Kill mit Lee Sin. Ob er Lilias 3-0, keiner Blows. Einziger AP-Champ des Enemy-Teams. Wollen natürlich nicht, dass sie Gold bekommt. Ja, lohnt sich nicht hier zu TP'en. Noch ein Double-Kill für die Gegner, nachdem sie rauslaufen können jedes Mal. Einen guten Ward. Wenn hier ein Ward wäre, dann maybe der Ward reicht nicht aus. Hier hinten wäre es gut gewesen, maybe. Für ein TP. Ja, wir kriegen Midlane alle Plates, denke ich. Mega nice. Toplane 5 Plates. Midlane 5 Plates. Das ist keiner huge. Beide Solo Lanes sind damit komplett insane weit vorn. Hm, eigentlich müsste der so hier sein. Der Trundle. Ja. Gepinkt, wo er ist, und da ist er auch. Respect, Pings, please. Ich ping ihm genau, wo er ist. Er kann auch nirgends anders sein. Und er ist genau da und tötet dich Sinn. Zack, das zweite Mal, dass wir so sterben. Ganze Botline ist auch noch da. Ich hätte niemals rein dashen dürfen, aber rauslaufen. Aber es ist einfach Int von Lee Sin. Erneut, leider. Dass es so deep geht. Gute Games. Also, legit, ich habe gerade 5 Plates genommen und bin resettet. Ich habe auf einer Wave keine Prior. Auf einer Wave. Seit 10 Minuten. Auf der entwertet der Rap-Buff. Natürlich nicht so geil. Das ist auch nicht geil. Einfach. Die Dead? Nee. Nice. Hm. Ich sehr in von mir dann zu sterben und versuchen, Lee Sin irgendwie zu helfen. War einfach klar, dass es nicht gut ist. Mein Champion hat nicht so viel Damage auf einen gebufften Trundle. Also gebufften von seiner Ult, meine ich. Relativ tanky mit Lee Sin Stats. Und Divine Thunder da heals. Meine Botlane möchte next gehen, Tristana. Natürlich sehr sympathisch. Immer noch keine guten TP-Bots hier unten. Like, wenn ich auf die Wave TP, wäre es so bad. Aber ich werde es gleich machen, wenn die da weiterfighten. Na, guck, was mache ich jetzt hier? Ich guck die böse an. Warum haben wir nicht einmal einen guten TP-Bot?
so huge, mein Play. Weil du musst halt wirklich warten, bis der Gegner komplett overcommitted ist. Wenn er komplett deep drin ist, dann darfst du erst TP'en, wenn die Wards so scheiße sind, weil ich auf Mini-Wave TP'en muss, dass wir sie echt runterrennen können. Dann machen wir einen Auto-Track auf Amumu nur für einen Assist und für Reset und dann chasen wir ja nicht Amumu, sondern auf Jin. Weil die Sin, der bereits Q getroffen hat, war klar, dass Jin sterben würde. Also können wir den Rest runter chasen. Gott, ey, warum ist Bot denn immer tilted? Also Tristana. Ey, die Carries. Exactly this. Stop tilting, bro. We are a happy family. Yes. That we are. Okay, dieses Game wahrscheinlich sogar. Mein Spiritual Visage ist nie bad, wenn ihr schon Tabis habt. Mehr Leben, mehr Heilung. Nice. Aber ich glaube fast Randuins. Ist super insane gegen Double Crit Champs, 3 Auto-Attacker. Klar, Mumu und Lilia werden eine Menge prozentualen Damage auf mich durchbringen können. Mumu hat hier gerade alles ausgeleuchtet, nehme ich an. Okay, mein Team macht leider Plays auf der anderen Seite der Map. Diesmal habe ich kein TP. Ich renne um mein Leben. Komm, Salz, geht rein. Stall Zeit mit Ult. Bitte ulte noch, bevor du stirbst. Aber ja, dann stirb einfach. Geil. Dann zieht er noch Harith. Like, guys. I can't believe what is happening. Zum Glück bin ich komplett OP, aber mein Team muss echt mal hier versuchen, mit mir zu spielen, statt gegen mich. Guys, you constantly make plays other side of map. Why? Why? What is this? Warum griefen dann alle? Warum? Es ist so sau. Es ist Sadness. Ich hab 5k Damage getankt, aber es ist halt einfach Grief. Like, es ist einfach Grief. Stylus geht auch raus, anstatt noch. Er hätte da 2 Leute ulten können. So, ja, er hat da Mumu ult gesaved. Geil, so. Aber guys. Guys, why you do this? Why you make play on the other side of map? Warum Trundle 600 Gold Shutdown? Warum? Und jetzt ultet er für den Gromp. Oh, schade. Ich dachte schon, es wäre der Hype-Banger-Play. Ach, Mann, ey. Ich kenne jetzt eine Top-Wave. Wenn wir jetzt nochmal ein Play machen und wieder alle sterben, während ich jetzt eine Top-Wave mal farmen darf, dann, ja, dann ist nicht gut. Auch ziemlich sexy, Trundle zu Shutdown. Jetzt sind wir einfach 600 Gold wert. Ah, die Lilia macht sehr viel prozentualen Schaden, holy fuck. Wir brauchen langfristig definitiv Magic Resist, sonst wird mich der gute Gilos runterburnen. Weiß auch nicht, warum die Sinn keine Tabis hat, er braucht Tabis. So, OP das Item. Und wer actually tanky? Ich mein Pinkcode resetten? Da unten steht eigentlich ganz. Ah, ne, komm, wir resetten. Wieder so ein Klassiker, ne? Ihr seid gezwungen, als Toplaner euch auf der Map zu bewegen und zu fighten. Euer Team grieft und seid ihr ein Level hinter dem Enemy-Toplaner, der aber nur gechillt hat und die Leute eingesammelt hat letztendlich. Das ist Lilia, okay. Was? Hoffentlich hast du noch E, danke. Er muss früh ulten und ist ja Doom. Ich verbrenne, oder? Ha! Ha! Ja! Gutes Game! Ach, es ist so fucking anstrengend, League of Legends zu spielen in dieser Zeit. Ich weiß nicht. Like. Und dann ist Tristana, die Mental Boom geht. Ah! Like, come on! Wie kannst du da noch chatten, Mann? Es ist so gewonnen, wenn die nicht runterrennen würden, literally. Oh. Ein guter Kick von Nissen. Aber er brennt trotzdem bis zum Tode. Gelfos noch oben drauf. Oh, Toplane matters. Ja, was wir da oben gemacht haben. 5 Plates, kompletter Lead. Es ist echt relevant. Sogar Botlane TP. Einmal mit, einmal Botlane TP. Es ist crazy. Es ist crazy. But can you stop chatting, Tristana?
Die sind den Bait geschluckt und chattet jetzt Action mit der Tristana. Basically feeding the Troll. Also er redet ja gerade inhaltlich mit ihr gerade, ne? Was Botnet passiert ist, don't die 1v1, 1k HP Gap und dann noch ein passiv-aggressiver Smiley dazu. Also er macht sich besser. Macht eine Menge Öl ins Feuer. Nice, guter Trade. Ich bin auch Level hinter allen Gegnern. Es ist so langweilig, honestly. Du bist so gezwungen, Plays zu machen, aber alle griefen einfach, bevor du da sein kannst. Und dann ja, guys. Rough game, ha? Huh? First time, ja. Aber warum die sind... Warum bist du nicht hier, um ihn zu töten? Guter Playlist. I mean, it's crazy. I'm whatever. Er ist Nash einfach gone, ich kann nicht mal hintipien. Ich bleib Botlane. Und ich habe einfach gar kein Play auf der Map. Ach, goddammit. Hey, come on, guys. Ist so. DP Flank coming in hot. Bin hyped. Oh yeah. Das sieht fantastisch aus. Ich will in den Meta zurück, wo Solo-Kill Top-Lane 5 Plays eine Rolle spielt. Wo Botnet DPs, wenn ich actually die Leute töte, wo mein Team dann nicht hiltet ist und actually versucht, das Game zu spielen, statt zu chatten. Ich will in eine solche Zeit zurück, gib mir 2018 oder so. Wo ich nicht einfach auf K-Top-Lane farmen kann und einfach warte, wie Trundle. Oder wie Darius gerade eben. Einfach. Impact. Ich will am Game teilhaben. Das Gefühl haben, was ich in meiner Lane gemacht habe, spielt eine Rolle. Warum schreiben die so viel? Wisst ihr was? Ich wäre so happy damit, wenn die einfach ihren Bildschirm anschreien würden und dann aufhören würden, so viel zu schreiben. Haben FF gewotet. I want to be back in Top Lane Meta. Gib mir 2018 World Games. Just give me back. Gib mir einfach 2018 zurück. Like, honestly. An irgendeinem Punkt. Aber nein, dieses Jahr kommen noch stärkere Drakes. Kein Problem. 2020 oder 21 war nicht genug Drake-Meter. Gib mir noch einen Hextech, Chemtech-Drank und einen Zombie-Drachen und einen Portal-Drachen und einen Camouflage-Drachen. Ja, klingt jetzt gerade so, als wäre es von mir an den Hahn herbeigezogen, aber es ist legit, was die machen werden, ne?